ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, Sie haben den Gongschlag gehört und das bedeutet natürlich wieder, es ist Zeit für unsere 15-15-Show. Wie der Name schon sagt, kostet alles hier nur noch 15 Euro. Wir haben alles richtig stark reduziert. Also seien Sie schnell, der Preis gilt auch nur 2 Stunden und Sie dürfen gerne bis zu 5 Mal bestellen, es sei denn, es ist unser Preisalarm. Und heute hat der liebe Ingo uns wunderbare Produkte rausgesucht, deshalb starten wir auch schon mal direkt. Es schlägt wieder 15. Ding Dong. Tolle Produkte, ja, vielen Dank für das Kompliment, Moni. Ja, aber du glitzerst ja heute so. Ja, guck mal, wir glitzern extra alle. Schick gemacht, ja, heute. Ja, ich glitzer nicht. Ich glitzer auch nicht. Meine Augen. Du sitzt neben uns. Meine Augenfunke. Ja. Ja, wir sind ja, selbst wenn wir glitzern würden, wir würden überstrahlt werden von euch beiden. Ja. So, wir haben als erstes Produkt einen digitalen Winkelmesser. Kein Glitzer. Kein Glitzer, aber er leuchtet. Unglaublich praktisch. Schauen Sie mal hier. So klein ist der, kommt mit dieser Tasche. Man sieht das so schlecht hier. Da sieht man sie. Kleine Tasche. Mit der können Sie es ganz einfach an Ihrem Gürtel festmachen. Und dann ersetzt das erstmal Ihre Wasserwaage. Sie können dann hier, sehen Sie, wenn ich das verschiebe, geht das Winkelmaß hoch und auch wieder runter. Wenn ich bei 0 bin, dann ist es absolut eben. Das ist natürlich viel weniger Platz als eine Wasserwaage. Moment, ich versuche es mal. 9, 8. Naja. Vor allem, ich versuche mal mit einer Wasserwaage 38 Grad hinzubekommen. Da geht es dann mit dem Geodreieck los. Das brauchst du hier nicht. Hier kann man nämlich auch Winkel einstellen. Gerade mal, ich sag mal, wir haben ja schon mal ab und zu eine Solarpanel-Sendung bei uns. 2, 3 im Jahr vielleicht schon mal gesehen. Ja. Ja. Die müssen natürlich auch im richtigen Winkel angebracht werden. Damit kann man das ganz einfach machen. Hat sogar eine Tara-Funktion, sehen Sie das? Wir sind hier jetzt bei knapp 80 Grad. Ich versuche es mal ruhig zu halten. Versuchen Sie das mal ohne so ein Winkelmesser hinzukriegen. Das Ganze in dieser kleinen, kompakten Form. Ich finde das einfach fantastisch. Gehört in jede Werkzeugkiste. Man kennt ja diese Wasserwaagen, die sind riesengroß. Und Winkel kann man damit auch nicht wirklich machen. Ja, also die Klassiker. Also 180 Grad geht. Ja, das kann man noch. 90, einmal 45 kriegst du ja auch noch hin. Ja, aber alles, was so ein bisschen krummer ist, ist mitunter recht schwierig. Finde ich super, wenn du beispielsweise mal so ein Gefälle messen möchtest. Mal von so einer Regenrinne zum Beispiel. Oder wenn du jetzt Platten verlegen möchtest, beispielsweise im Keller oder was, die müssen ja auch mal zu einem Ablauf hinführen. Mhm. Ja, da kannst du jetzt natürlich auch mit so einem Winkelmesser wesentlich leichter rangehen. Und das Ding ist magnetisch, glaube ich sogar. Ne? Das kannst du sogar magnetisch hier festmachen. Sonst einfach nur drauflegen und festhalten. Also es ist wirklich kinderleicht in der Bedienung, selbsterklärend. Und die Anzeige kann man sehr gut lesen. Ist natürlich auch stoßfest und staubgesichert hier. Also auch in schmutzigen Umgebungen kann man das hier sehr gut verwenden. Ich finde wirklich, das gehört in jeden Werkzeugkoffer, weil es eben so wenig Platz nimmt und so viele Sachen so einfach macht. Irgendwann kommen Sie in die Situation, wo Sie eben einen Winkel messen müssen und irgendwas in einem bestimmten Winkel anbringen müssen. Satellitenschüssel ist auch noch ein schönes Beispiel. Gefälle, wie du gesagt hast, entweder wenn man selber Platten legt, auch im Garten, wenn man Platten legt, muss man das ja auch so ein leichtes Gefälle machen. Damit geht das ganz problemlos. Also ein nützliches Werkzeug oder sagen wir mal ein Werkzeugzubehör für Ihren Werkzeugkasten zu Hause, mit Sicherheit für die Heim- und Handwerker genau das richtige Utensil zum richtigen Vermessen von Winkeln. Denkbar einfach zu machen, das Ganze wind- und wetterfest, natürlich ist auch mal in schmutziger Umgebung ohne weiteres nutzbar. Und gerne bis zu 5-mal bestellbar im Übrigen. Wenn Sie sagen, oh Mensch, der Hermann, der Karl-Heinz und der Peter, die machen auch ganz gerne mal so ein bisschen was. Mhm. Da können Sie auch gerne mal mehrmals zugreifen. 15 Euro ist dafür, glaube ich, nicht zu viel verlangt. ZX7324 und die 569. Und wissen Sie, was ein Technikschirm ist? Ein Technikschirm? Leider wissen wir das zurzeit. Ein nützliches Utensil in diesen Tagen. Es schlägt wieder 15. Ja, wir haben hier einen hervorragenden Schirm aufgrund so vieler kleiner Details. Ich gleich mal sagen will. Es ist ein wind- und sturmfester Regenschirm. Das ist schon mal super. Der hält wind- und sturmfest bis zu 140 Stundenkilometer. Ah, das ist mein Lieblings. Das ist wirklich genial hier vom Prinzip. Der ist ja ganz kaputt hier, guck mal. Ja, ich mache. Oh, ich muss guck mal, der Wind Schuhe geht da ausmachen. Einfach durch und klappt nicht um. Das ist das Tolle daran.
Und das Ganze hier ist Teflon beschichtet, auch schön, weil hier nämlich das Wasser ganz einfach abperlt. Der trocknet viel, viel schneller und schimmelt auch nicht so einfach. Ein super Schirm hier und das Ganze eben auch noch klappbar. Ich habe ihn hier mal bei mir zusammengeklappt und möchte sehen, wie einfach der aufgeht hier. Den kann man mal eben ins Auto mitlegen, in die Seitenablage, unter den Sitz, ins Handschuhfach. Oder Sie machen das, was Diana hier macht mit dem Schirm. Kann man natürlich auch. Wollte nur zeigen. Jetzt mal ehrlich, also jetzt bei dem Wetter da draußen, es regnet ja ständig. Wobei, es regnet eigentlich nur einmal am Tag. Es regnet nur ständig. Einmal. Ja, so, also gerade so ein Nieselregen da draußen, fürchterlich. Jetzt willst du nicht die ganze Zeit so einen Stockschirm mit dir rumschleppen. Ja, so schön und so elegant, wie er vielleicht in London an einem englischen Tweedsacko aussehen mag. So unpraktisch ist er in Deutschland. Ja? Also so einen kleinen Taschenschirm, den hast du mal im Auto liegen. Ich habe einen kleinen Taschenschirm in der Tür bei mir im Auto. Wenn du mal aussteigen willst und es regnet, hast du einen Schirm zur Hand. Den hast du mal in der Handtasche mit dabei, das ist großartig. Wenn mal der Wind runterpfeift, und das passiert ja nur auch mal gelegentlich, dann klappt der nicht sofort ein. Unglaublich einfach, ne? Sondern ist sofort da und entsprechend auch Wind und Sturm erprobt. Also ein ganz toller Schirm und er ist dazu auch noch klappbar, dass er eben ganz klein zusammenfaltbar ist. Hier, das sind übrigens glasfaserverstärkte Streben hier drin. Das heißt, der ist Internet? Glasfaser. Das ist ein WLAN-fähiger Schirm. Das ist kein Problem. Das war deine ernste Frage, ne? Ein Telefonschirm. Hey, der ist aber schnell auf. Der ist schnell auf und genauso einfach auch wieder zusammenzuklappen hier. Die kleine Tasche kriegen Sie auch noch dazu. Wenn Sie sich einen Schirm holen, dann holen Sie sich diesen Schirm. Ich bin begeistert davon, was der alles ab kann an Wind und Wetter und Regen. Und Sie kommen trocken ans Ziel, auch wenn es mal stürmt hier mit bis zu 140 Stundenkilometer, haben Sie hier einen Schirm, der nicht umklappt und nicht kaputt geht. Das ist wirklich spitzenklasse. Also am besten zugreifen, gerne auch bis zu 5-mal bestellen. Man braucht ja einen Schirm eigentlich auch mal im Auto, ist eine super Sache. Dann wird man nicht nass, wenn man gerade mal einkaufen geht oder so. Natürlich auch macht zu Hause. Spaß, ne, Jungs? Also ich glaube auch in der Handtasche, im Rucksack, man sollte überall einen Schirm haben. Und hier dieser Taschenschirm ist ja wirklich richtig klein, kompakt. Guck mal, das macht Spaß, Leute, ne? Nur auf und zu machen. Ja, der kann halt was ab, der ist richtig gute Qualität hier. Ne? Das ist, ich weiß, als es letzten Samstag waren wir in Bremerhaven unterwegs, da fing es an zu regnen. Wir hatten einen Schirm dabei. Aber die haben die in Geschäften dann plötzlich von 8 auf 25 Euro hochgesetzt. Das ist Ausnutzen einer Notlage. Das ist richtig. Deshalb sorgen Sie jetzt am besten direkt vor. Und dann können Sie sich immer helfen mit dem Taschenschirm. Teflon-Beschichtung hier auch noch. Und er ist eben hier sturm- und windfest, finde ich auch fantastisch. Richtig clever, die Bestellnummer ist die NX 7608 und die 569. Und jetzt tun wir mal was für eine gerade Körperhaltung und einfach für was Gutes für Ihren Körper. Es schlägt nochmal 15. Ja, Diana kommt da mit zwei dieser unglaublich tollen Memory Foam Kissen. Ich gebe dir mal eins. Hast du das schon mal gehabt, Moni? Ja, ich habe oft Schmerzen. Nein, hast du das schon mal gehabt? Ich habe Schmerzen. Das ist schade. Keine Kissen, nur Schmerzen. Nee, das Kissen hatte ich noch nicht. Ich glaube, das könnte mir bei meinen Schmerzen helfen. Das könnte die Schmerzen helfen. Ah, du bist doch neulich geflogen. Ja. Das war ein langer Flug, ne? Wie lang war der Flug? Ja, das waren einmal 8 Stunden und einmal 7 Stunden. Boah. Da kann man schlecht schlafen, ne? Ja, das ist richtig. Ich hatte nur so ein Nackenhörnchen dabei, aber das ist immer so unbequem. Ich glaube, das wäre wirklich besser gewesen. Das ist ein Memory-Foam-Kissen, was immer seine Form behält. Auch wenn Sie da stundenlang drauf liegen, es entfaltet sich automatisch wieder in die normale Form. Der Bezug selber ist auch was ganz Besonderes. Der ist nämlich hier tatsächlich thermoregulierend. Das heißt, wenn es warm wird, dann schwitzen Sie da nicht. Wenn es kalt ist, frieren Sie nicht dran. Der passt sich eben Ihrer Körpertemperatur perfekt an. Da kann man fantastisch drauf schlafen und es ist richtig samtweich, ne? Ja, das ist wirklich super angenehm weich und geht immer in die Ursprungsform wieder zurück. Das finde ich auch klasse.
Müsste ich echt mal ausprobieren. Also ich denke, da jetzt auch mal lange Autofahrten. Also ja. Jetzt auch so bei Ostern, Pfingsten und so weiter, fährt der ein oder andere mal wieder mit dem Auto irgendwo mal schön an die See, ans Meer oder sowas alles. Ja, also insofern ist da sicherlich auch mal der Beifahrer ganz glücklich, wenn er vielleicht mal ein schönes Kissen hat. Sie kennen das, mit einer zusammengeknüllten Jacke, mit einem zusammengerollten Handtuch oder einem ollen T-Shirt oder sowas, alles ich das wahre. Ja. Da ist so ein Kissen mal dabei zu haben, durchaus mal eine ganz interessante Angelegenheit. Lange Zugfahrten, das gleiche Thema. Ja. Lange Flüge sowieso, also eigentlich überall dort, wo man mal so ein paar Minuten Entspannung gebrauchen könnte, da ist so ein Kissen einfach großartig. Wiegt nicht wirklich viel und ist ausgewogen schön. Also ich habe schon deutlich hässlichere gesehen. Ich finde es sehr schön, aber vor allem dieser Bezug hat mich begeistert. Die Plastikdinger mitunter, diese Plastiknackenhörnchen mit diesen scharfen Kanten, das sind doch ätzend. Da ist doch sowas besser hier. Das kleine Säckchen da, wo Sie die reinstecken können, ist auch mit dabei. Das können Sie ganz einfach überall hin mitnehmen. Ich kenne das auch vom Auto, wenn man so mit dem Kopf an der Scheibe liegt und dann über Kopfsteinpflaster fährt. Ja. Dann rattert das immer. Also einfach ein kleines, schönes Memory-Foam-Kissen hier. Thermoregulierend, den Bezug können Sie natürlich waschen. Also ich bin dran jetzt, ne? Ja. Habe ich meinen Einsatz verpasst, Entschuldigung. 15 Euro das Ganze, gerne bis zu 5-mal bestellbar. Und das mit der NX 6473 und der 569. Bei allem Spaß, den wir hier machen, ist das wirklich ein herausragend gutes Kissen, weil es sich wirklich hervorragend der Körperform anpasst. Jetzt gehen wir mal in das Thema Beleuchtung rein mit einem der coolsten Beleuchtungselemente, die ich seit langem hier bei uns gesehen habe. Steckt wieder 15. Das Beleuchtungselement ist nicht Ihr flackernder Bildschirm, nein. Wir haben hier eine super Lampe für drinnen und draußen. Das Zeichen war übrigens dafür, dass es unser Preisalarm ist. Das heißt, dieses Produkt ist so weit reduziert, dass Sie es bitte nur einmal pro Besteller bestellen können. Wir haben einen limitierten Bestand dafür, den wir Ihnen rausgeben dürfen für 15 Euro. Sowas haben wir immer ein, zwei Mal in der Sendung. Das ist einer dieser Preisalarme, den Sie nur einmal bestellen dürfen. Das ist ja cool. Und Flammeneffekt heißt es. Ja. Warum der Flammeneffekt? LED? Ja, okay. Licht an, Licht aus. Aber warum Flammeneffekt? Gleich, wenn wir ins Studio zurückgehen, können wir das mal sehen. Deshalb. Jetzt ist das nicht cool? Schön. Das ist wirklich Das ist eine Laterne, die können Sie nach draußen oder nach drin stellen, die ist absolut wetterfest. Die hat hier oben ein Solarpanel, das heißt, Sie brauchen sich nicht mal um Strom zu kümmern. Hier oben ist das Solarpanel, keine Batterien, kein Kabel, kein gar nichts. Und dann haben wir hier drinnen diesen Flammeneffekt. Das sieht also wirklich so aus, als wenn da so ein Feuer wäre, oder? Richtig gemütlich. Genau darum geht es, diese Gemütlichkeit. Ja, meine, das offenes Feuer ist per se immer gefährlich, egal ob wir jetzt von einem Kamin sprechen oder vielleicht mal draußen, irgendwo auf Balkon oder Terrasse, so eine Einrichtung. Aber so etwas kannst du mal eben schnell draußen auf den Tisch stellen und hast mal eine richtig schöne, gemütliche Beleuchtung. Und ich finde das immer wieder irre, was heutzutage mit LED-Beleuchtung grundsätzlich möglich ist. Die hat eine tolle Größe, eine richtig angenehme Lichtfarbe, so ein bisschen Bernsteinfarben, oder? Und sieht wirklich aus wie ein richtiger Flammeneffekt. Ja, und ich glaube, das kann nicht nur so auf dem Tisch stehen, das kann auch hängen, zum Beispiel im Garten, auf die Terrasse, in die Kette, auf die Kette hängen. Sieht sehr, sehr gemütlich aus. Wow. Also unglaublich, oder? Egal, ob Sie das nach draußen irgendwo in den Ast hängen oder ob Sie es auf den Tisch stellen oder auf die Fensterbank, das macht überall ein schönes Bild, weil halt dieser Flammeneffekt so gemütlich ist dabei, finde ich. Ne? Das ist das, was wir alle wollen. Allein schon die Flamme allein lässt die Raumtemperatur, sage ich mal, um 3-4 Grad steigen, weil man denkt, ach, hier ist Feuer, hier ist warm, hier ist es gemütlich, hier setze ich mich nieder. Es ist wirklich fantastisch. Vielleicht auch so als Nachtlicht für die Kinder, die bei Dunkelheit nicht schlafen können. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Gerade im Dunkeln sieht die fantastisch aus, diese Lampe. Was mich beeindruckt, ist das Solarpanel obendrauf. Ja. Also grundsätzlich mal das können Sie einfach nur ins Tageslicht stellen. Direkte Sonneneinstrahlung ist natürlich immer am besten, ja, aber normales Tageslicht tut es auch. Und man muss sich um gar nichts mehr kümmern. Du musst keinen Akku aufladen ständig alle 2-3 Tage mal. Du musst keine Batterien reinpacken, gar nichts. Du lässt es einfach nur stehen. Ja. Alles andere passiert von völlig alleine. Das heißt, überall da, wo du ein schönes, gemütliches Licht haben möchtest, hast du eins. Und das ohne zusätzliche Kosten. Finde ich klasse, das Teil. Ich finde die richtig toll. Hier leider der Preisalarm, deswegen nur einmal pro Besteller bestellen. Aber der Preis ist natürlich der Hammer hier mit 15 Euro für diese Solar-LED-Laterne. Das ist übrigens Glas hier und Metall, also auch sehr hochwertig gemacht.
So eine Laterne habe ich noch nie gesehen. Ich finde die richtig, richtig klasse. Ich bin froh, dass ich sie hier in die 1515-Sendung gebracht habe. Ja, und wir werfen jetzt auch mal direkt einen Blick auf den regulären Preis bei Pearl.de. Und da sehen wir 22 Euro. Also nutzen Sie unbedingt jetzt hier die Gelegenheit in der 1515-Show aus, denn Ihr TV-Sonderpreis liegt bei 15 Euro. Bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen, aber tun Sie das unbedingt. Das war nämlich der Preisalarm, die Solar-LED-Laterne hier. Das sieht wirklich täuschend echt aus, richtig gemütlich. Die Bestellnummer ist die NX 6984 und die 569. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir nehmen sie jetzt mal mit in die Küche zum Beispiel. Ich lege nochmal 15. Ja, was ist nicht alleine, die bringt Brad mit. Die bringt Brad mit? Ja. Brad. Eine wunderschöne Retro-Brotdose. Oh ja. Und die meisten Leute haben inzwischen ihr Brot immer in Plastiktüten, so wie es geliefert wird. Oder in diesen Papiertüten, wenn du es vom Bäcker holst. Ja, im Supermarkt ist Plastik, beim Bäcker ist Papier. Ja, und das wird dann immer so schnell trocken. Das wird, im Papier wird es schnell trocken, in Plastik wird es schnell gammelig. Das ist die ideale Aufbewahrungsbox für Ihr Brot. Und schau mal, da ist richtig viel Platz drin. 7 Liter passen da rein. Also passt ein kompletter Laib Brot ganz problemlos rein. Brötchen bleiben wirklich bis zum Abend knackfrisch hier drin. Brötchen. Das Coole hier, gucken Sie mal hier oben, der Deckel ist gleichzeitig auch ein Schneidebrett. Ach cool. Ist das Bambusholz? Das ist Bambusholz, das ist somit das härteste Holz, was es gibt. Und natürlich auch am nachhaltigsten, weil es unglaublich schnell wieder nachwächst. Aber das kann man dann gleich sein Brot hier raufstellen und schneiden. Hier bleiben keine Kratzer dran, weil das eben so ultrahartes Holz ist. Aber nochmal, zur Aufbewahrung von Brot, Brötchen, Backwaren gibt es nichts Besseres als so eine Blechdose, sage ich mal. Die hier auch noch sehr schön gemacht in diesem Retro-Stil. Ne? Hier mit den beiden Henkeln auf beiden Seiten. Und Sie haben das Schneidebrett hier gleich mit dabei. Sie können das Schneidebrett auf den Tisch legen, nehmen das Brot raus und können es dann hier auf dem Brett sehr hygienisch übrigens auch schneiden. Ich finde das richtig, richtig klasse. Es ist ein Schmuckstück für jede Küche, für jeden Frühstückstisch, für jeden Abendbrottisch. Richtig, richtig klasse. Und Brot essen wir alle gerne. Ich esse zum Beispiel gerne dieses Leinsamenbrot. Ich mag das, wenn da so ein paar Körner immer dabei sind. Ja, ja. Brot mit, ich weiß nicht, wie es heißt, Walnussbrot ist auch mit Möhrenraspel drin, das schmeckt fantastisch. Das kenne ich fast den Namen gesagt von unserem Bäcker da, aber ich weiß nicht, ob das eine Produktpiraterie oder Produkterschleichen ist oder sowas alles, aber das ist sehr lecker. Ja. Und dann ein bisschen Butter und Käse. Ja. Oh. Oder ein frisches, so fast knetschiges Brot und dann ein bisschen Butter und Salz drauf. Oh. Außen knusprig, das ist wichtig. Und innen ganz weich. Ne? Ja. Lecker schmecker. Also richtig klasse. Hier, diese diesen Retro-Brotkasten aus Stahlblech können Sie sich heute für 15 Euro auch gerne mehrfach bestellen. Ja. Ist auch ein tolles Geschenk, gerade so zur Wohnungseinweihung oder wenn man irgendwo hingezogen ist, Moni. Ne? Ja, das ist richtig. Wie schon gesagt, mein Brot ist nach 2 Tagen immer richtig hart. Das ist echt schade, weil Brot auch sehr teuer geworden ist. Ja. Groß genug und wirklich wunderschön. Und vor allem macht es das Brot und auch Brötchen länger haltbar. Toastbrot ist übrigens auch mal so ein Thema. 15 Euro mit der NX 4163 und der 569. Bis wir versucht zu sagen, who let the dogs out? Das schlägt wieder 15. Ja, who let the dogs out? Schauen Sie mal, Diana kommt mit einem unserer beliebtesten Spielzeuge im Sortiment. Das ist ein Plüsch-Funktionshund. Der kann so viele Sachen. Der reagiert auf Anfassen, auf Bewegungen, auf Geräusche und macht dann hier seine Kunststücke. Ausgesprochen niedlich ist er auch noch. Den lieben wir alle hier. Aber Ihr Kind, wenn Sie keine Hunde haben dürfen, ist das der ideale Spielgefährte. Am besten natürlich auch gleich 2 davon holen, wenn Sie mehrere Kinder haben. Es ist einfach der Hammer, dieser Hund hier. Und dabei ist er noch, guck mal, er kann Kunststücke hier, Männchen. Wie hast du das denn gemacht? Wie macht er denn Männchen? Ich glaube, er muss da hinten so streicheln. Hier? Nee, da geht er vorne runter. Wenn ich hinten streichle, geht er vorne runter. Diana, wie machst du das? Wie macht der Männchen? Okay. Nicht schlagen. Nee, habe ich ja nicht. Ich bin ausgerutscht. Warte mal. Ein Riesenspaß. Sie werden immer wieder neue Kunststücke entdecken, die der macht. Und das Coole ist halt auch,
Das ist mein Liebling. Ja. Das machen wir nochmal. Guck mal. Oh. Oh. Süß. Herz allerliebst, oder? Mit den Knochen. Oh, jetzt bin ich beinahe vom Tisch gefallen. Ja, es sind junge Hunde, die müssen das noch lernen. Ja, die sind junge Hunde. Happy Baby. Ah, guck mal jetzt. Oh, guck mal, guck mal. So, und jetzt? Oh. Ja, oh. Ja, der kann ja riesige Grundstücke. Man muss dann schon ein bisschen zärtlicher sein. Das ist cleverer als meiner. Guck mal. Oh, ist das niedlich. Müsst ihr ein Leckerchen geben? Leckerchen. Also, eins unserer beliebtesten Spielzeuge hier. Das wird auch Ihr bester Freund werden hier. Schauen Sie sich mit dem mal an, wie hübsch der gemacht ist. Und wie gesagt, er reagiert auf Bewegung, er reagiert auf Anfassen und auf Geräusche. Das ist doch wirklich zum Liebhaben, oder? Ja, auf jeden Fall. Super süß. Hattest du einen Hund als Kind, Diana? Leider nicht, weil, ja, ich weiß nicht, warum nicht. Aber weil natürlich, Mama wollte nicht, dass immer so spazieren mit ihm gehen. Ja. Sie hatte Sorge, dass ich wieder Allergie kriege und sowas. Aber in diesem Fall wirklich so einen Freund zu Hause zu haben, das ist wirklich schön. Hey, oder es gibt auch Kinder, wirklich, die haben Allergie. Ne? Ja. Aber du willst immer noch Hund haben. Ich glaube, so eine Alternative wäre wirklich sehr, sehr schön. Er ist wirklich süß. Ja. Guck mal, hier hinten im Nacken mussten anfassen. Wie heißen die? Ingo. Meiner macht im Nacken, glaube ich. Guck. Oh. Ja, man kann richtig Kunststücke mit dem entwickeln. Wie heißt deiner? Meiner heißt Kann man Monique. Das kombinieren? Monique. Okay. Nicht Monika, Monique. Wie heißt eurer? Das wissen wir noch gar nicht, oder? Rebecca. Französischer Name. Das ist ja wirklich irre hier. Ach, die Geräusche, die da raus. Und der ist super flauschig und vielleicht das neueste Lieblingsspielzeug von ihrem Sohnemann oder von ihrem Enkelchen. Für nur 15 Euro gerne auch mehrfach bestellen, wenn Sie vielleicht mehrere Enkelkinder haben. Sonst gibt es nämlich Streit. Bis zu 5-mal dürfen Sie das gerne tun und seien Sie wirklich auch immer richtig schnell, denn die Nachfrage wird sehr groß sein, da bin ich mir sicher. Die Bestellnummer für unseren Plüsch-Funktionshund ist die MC1686 und die 569. Also das war auch bisher mein Highlight aus dieser Sendung. Ja, ne? Absolut. Ja. Aber jetzt gehen wir mal mit Ihnen zusammen ins Auto. Auch da haben wir was Cleveres für Sie rausgesucht, beziehungsweise Ingo, schauen wir uns mal direkt an. Es schlägt nochmal 15. Ja, wenn Sie ein Auto haben, was kein Bluetooth hat, Sie aber trotzdem gerne freisprechen möchten, gerne die neuesten Audio-Streams und Hörbücher und Podcasts hören wollen, habe ich die Lösung für Sie. Das hier ist ein Gerät, was wirklich aus jedem Autoradio ein Bluetooth-fähiges Radio macht. Ganz, ganz einfach. Sie stecken das bei sich in den 12-Volt-Anschluss, in den Zigarettenanzünder-Anschluss, sagte man früher auch. Und dann wählen Sie hier oben einfach eine freie Radiofrequenz. Eine freie Radiofrequenz in Ihrem Radio ist da, wo es immer nur rauscht. Die stellen Sie ja ein, dann stellen Sie Ihr Radio auf die gleiche Frequenz und dann wird alles, was vom Handy per Bluetooth übermittelt wird, an Ihr Radio gesendet über eine Radiofrequenz. Das ist praktisch eine eigene kleine Radiostation. Und damit kann man dann endlich auch in der ältesten Möhre mit seinem Handy Musik hören, Podcasts hören, Hörbücher hören. Man kann sogar telefonieren, da ist sogar eine Freisprecheinrichtung drin. Boah. Und das ist einfach klasse. Also wenn Sie ein altes Auto haben, brauchen Sie das einfach. Einfacher geht es nicht, das einzurichten. Wirklich einfach nur eine freie Radiofrequenz suchen. Sie kriegen sogar noch USB-Steckplätze da, wo Sie dann Ihr Handys oder Mobilgeräte weiter mit Strom versorgen können. Ich finde das richtig, richtig klasse. Geht übrigens mit 12 Volt und 24 Volt. Also auch bei LKWs ist das kein Problem. Allein schon so ein USB-Netzteil mit 12 und 24 Volt kostet in manchen Tankstellen gerne mal 20, 25 Euro hier mit zwei Steckplätzen. Hier haben Sie zusätzlich noch diese tolle, tolle Bluetooth-Funktion. Das braucht man einfach. Mein erstes Auto
hier in Deutschland, als ich wieder zurückgekommen bin, hatte kein Bluetooth. Ich bin die Wände hochgegangen. Das ist wirklich ätzend, oder? Kannst du nur Radio hören und CDs konnte man noch hören, aber nicht mal MP3s. Mein Handy koppelt sich automatisch mit meinem Autoradio. Mhm. Ich telefoniere mittlerweile am liebsten im Auto, weil du hast wirklich diesen Stereoempfang. Das ist wie so eine rollende Telefonzelle. Ja. Das ist großartig. Du hast trotzdem beide Hände am Lenker, kannst dich auf die Straße konzentrieren und parallel dazu würde ich in brillanter Sprachqualität alles verstehen. Mhm. Ich bleib dabei. Ich finde das eine hervorragende Angelegenheit. Gleichzeitig laden und also eine ganz tolle Angelegenheit. Hier war nicht so einfach zu installieren. Zack, rein damit, fertig. Zack, rein damit, Radiofrequenz einstellen und schon geht's los hier. Mit Bluetooth-Empfang auf einem ganz normalen Autoradio, was sonst gar nichts kann, außer eben UKW-Empfang. Damit geht sogar Bluetooth. Lassen Sie sich bitte niemals mit einem Handy in der Hand erwischen im Auto. Ich glaube, es ist schon strafbar, wenn man es anguckt heute im Auto. Ja. Hier ist die ideale Lösung für Sie. Mittlerweile über 100 Euro und ich glaube ein Punkt. Und das meines Erachtens zu Recht. ZX3353 und die 569 für gerade mal 15 Euro. Und ein Hammer noch, der sorgt, hat das genau das richtige Mittel gegen schlechte Gerüche. Schauen wir uns an, es schlägt wieder 15. Ja, es ist sogar ein 2-in-1-Gerät. Es ist ein Luftreiniger und Nachtlicht in einem Gerät. Den stecken Sie ganz einfach bei sich in eine freie Steckdose. Der braucht kaum Strom und ist dann ein Nachtlicht. Nachtlicht kennen wir, das leuchtet die ganze Nacht, dass wir keine Stolperfallen haben und so weiter, dass wir also sicher zum stillen Örtchen kommen oder wo auch immer hin. Das Coole hier dran ist, dass wir einen Ionisator mit drin haben und das ist das, was du gesagt hast, das vernichtet Gerüche, reichert die Luft mit Anionen an. Und das vernichtet nicht nur Gerüche, es vernichtet Bakterien, Viren, Keime, all diese Sachen, die schlechte Luft sind. Das ist wichtig, damit Sie besser schlafen nachts, damit Sie besser atmen können. All diese Sachen. Und dieses kleine Gerät reicht für Räume bis zu 20 Quadratmeter, also auch für große Räume. Es sorgt einfach für bessere Luft. Sie müssen sich das so vorstellen, als wenn Sie nach einem Gewitter nach draußen gehen. Da ist immer die beste Luft, weil der Regen die ganzen Keime und alles aus der Luft rausgespült hat. So eine Luft haben Sie dann bei sich drin. Ich würde so eins definitiv ins Schlafzimmer packen, weil es gibt viele, viele Leute, die schnarchen und es gibt viele, viele Leute, die schnarchen aufgrund von Luftunreinheiten, aufgrund von Keimen, von Bakterien, von Staub, von all diesen Sachen. Natürlich ist die Luft dann auch besser, das heißt, man atmet besser und kann wirklich viel, viel besser schlafen. In Kinderzimmern, in der Küche. Es gibt immer wieder Gerüche in der Küche. Wir haben vor 2 Wochen haben wir bei uns Grünkohl gemacht. Oh ja, da hast du 3 Tage was von. Da hast du mindestens drei Tage was Zwiebel von. Zwiebel anschwitzen ist auch so ein Thema. Also so ein leckeres Essen, ne? Ja, ja. Aber die, oder Fisch. Fisch. Gebratener Fisch. Gebratener Fisch. Knoblauch. Sie wissen selber, aber das ist wirklich eine fantastische Sache für Räume bis zu 20 Quadratmeter, um die Luft zu reinigen. Dazu gibt es eben noch das Nachtlicht hier, was eben hier Ihnen dann im Dunkeln den Weg weiß. Also ein ganz fantastisches Produkt und das kostet heute auch nur 15 Euro. Das dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen, also für alle möglichen Räume am besten hier benutzen. Im Keller ist auch immer so eine Sache, da ist auch immer ein bisschen muffelig manchmal, Bakterien und Keime drin, dann stocken eventuell die Sachen, die Sie im Keller untergebracht haben, jetzt im Winter die Sommerklamotten und im Sommer die Winterklamotten. Das bildet immer so eine Feuchtigkeit und das macht dann eben diese Bakterien und den muffigen Geruch. Und Sie haben dann eventuell Stockflecken. Also universell einsetzbar. Ich würde das wirklich in jedem Raum in meinem Haus tun. Ja, für nur 15 Euro jetzt am besten direkt bestellen. Ich finde es eben toll, dass wir 2-in-1 haben und auch noch hier das Nachtlicht mit dabei. Auch das finde ich einfach praktisch. Mit der Bestellnummer der NX8109 und der 569 hier zu bestellen. Und damit haben Sie natürlich dann auch immer wirklich frische Luft und eben hier diesen Luftreiniger und Nachtlicht. Ja, das war's auch schon hier mit unserer 1515 Show. Ich hoffe, da war einiges für Sie dabei. Am besten jetzt direkt zum Hörer greifen und bestellen, denn wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Und die Preise gelten hier auch immer nur 2 Stunden. Also seien Sie schnell und bleiben Sie auch gerne weiterhin bei uns.